Gehen wir mal rüber. Hoffentlich heben die Seile. Soll das hier schon ein Raumschiff sein, oder? Überall diese Dinger. Ausweichen nicht. Alter, sag bloß, ich habe kein Gesundheitsgedöns mehr. Fuck. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ah. Da haben wir noch was. So, gleich mal reinballern. Ah, und das blaue Licht da oben, ne, im Nacken, das ist wahrscheinlich hier das Telekinese-Gedöns, nenne ich es jetzt mal. Ah, Munition, komm, gleich mal laden. Jawoll. Ja, alles, was man braucht. Lass mal ein bisschen gucken. Akkusatz. Noch einer. Oh, was muss ich denn hier tun? Ich glaube, hier passiert ein bisschen was. Offen. Nö. Verschlossen. Okay. Sind hier noch irgendwo Sicherungskästen? Also das ist schon übel hier, ne? Wenn da einer nicht rein soll, dann kommt er da auch nicht rein, ne? Kann ich? Nö. Müssen die Sicherungen hier irgendwo rein? Oder was ist hier los? Ist ja kein Sicherungskasten, auch wenn es so aussieht, ne? Klettern. Die hätte ich bestimmt mitnehmen müssen. Ah ja, guck mal da. Da müssen sie rein. Alles klar. Es gibt was, dann stecke ich die da oben rein, dann fangen bestimmt die Räder da an, sich zu drehen. Und ich muss da irgendwie durch, ohne zerstückelt zu werden. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, klar. Kommt der Erste. Haben wir schon der Nächste? Ja, der wieder. Der ist aber auch hartnäckig hier. Gerade Medizin nehmen. Jetzt aber schnell. Nimm. Der nimmt keine Medizin. Alter. Ach, wegen scheiß Sicherung. Okay. Da kommen die Nächsten schon. Boah, bleib oben, bleib oben. Komm doch. Ja, komm, dann geht. Komm ich auch runter. Rotieren, um die Zelle zu erreichen. So, habe ich alles eingesammelt. Ich geh nochmal kurz hoch. Aha, siehst du? Credits. Ja. Müssen wir unten nochmal gucken. Credits. Fraglich, ne? Welchen habe ich jetzt schon zermatscht und welchen nicht? Aber gut. Ich glaube, wir brauchen keinen Energieumwandler mehr, ne? Den haben wir für die erste Waffe gebraucht. Keine Ahnung, ob wir dann nochmal einen brauchen. Man findet ja schon viele, ne? Kann ich die da mitnehmen? Ne, okay. So, gehen wir mal gucken, was hier alles durch die Gitter gefallen ist. Nichts.
gar nichts. Nehmen wir doch lieber hier so ein Medi-Pack mit. Ne, okay. Okay. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Da ist eine Tür. Vielleicht. Nö, dann können wir hoch. Auf die Brücke, so wie es aussieht. Liegt noch was? Hier ist so ein makelloses Ding da. Kein Geld, schade. Aber gut. Schauen wir mal, was wir uns leisten können. Freie Auswahl. 243. Ist ja auch nicht so viel, ne? Können wir uns nichts leisten. Da, höhere Kapazität vom Magazin. Das ist nicht schlecht. Ich hätte auch Spock auf die Schrotflinte. Aber es ist viel Geld, ne? 900 Öcken. Da gucken wir lieber, dass wir hier größeres Magazin kriegen, dass wir ein bisschen besser schießen können. Und dann haben wir auch mehr Platz im Inventar. Irgendwie kommen wir da bestimmt noch zu Geld. So. Zehn Schuss haben wir jetzt. Das ist doch was. So. Schalten wir mal ein und dann geht bestimmt irgendwas kaputt. So. Geschafft. Okay, jetzt hat's geklappt. Geh zum Kontrollpult und mach die Zelle auf. Bin unterwegs. Gibt einen Aufzug. Und ich laufe die Treppe. Ich glaube, ich muss wieder die Treppe laufen. Ah, hier ist der Aufzug. Was ist denn hier los? Toffel! Einen wunderschönen guten Abend. Na, alles klar? Oh. Das ist wieder so ein Säurespucker. So ein Fieser. Wollte gerade sagen, der hält aber was aus, ey. Irgendwie sieht das hier evil aus. Oh, was bist du noch einer? Mit Helm. Ey. Junge. Guten Abend und Grüße aus Bremen. Ah, Gruß zurück. Langes Wochenende in Bremen. Sehr cool. Der brennt. Alter.
Macht uns zu sterben sparen. Da, jetzt erstmal rummatschen. Nochmal. Waren das schon beide? Ja. Tatsächlich. Ja, okay, bevor ich jetzt aber die Zelle aufmache, gucken wir erstmal, ob sich da noch Loot irgendwo versteckt. Sieht nicht so aus. Nee, okay. Dann mal rauf. Ich hab's. Gut, bin gleich da. Da ist gar keiner drin. Elias, ist das wirklich die Richtige? Hey! Eine Lady. Was machst du denn hier? Was zur Hölle ist los? Ach, du beruhigt, dass sie es ist? Ist sie es, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Kriegen wir mal noch einen Schluck. Holy. Ich bin hier schon ewig. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau nicht. Bist du heute erst angekommen, Toffel, oder gestern schon? Und mit deinem langen Wochenende. Elias! Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. Schon klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Dann Transfer beendet. Müllentsorgung? Moment, was zur Hölle ist das? Nur das war doch bei Star Wars schon ein Fehler. Vertrau auf den Plan, okay? Zu langsam, der starke Schlag. So. Wasser. Ne, da liegt nix. Auch nicht. Oh, was ist das denn für Viecher? Slugs. Sie kommen. Wie war Ducken? So. Wie immer halt, ne? In jedem Spiel. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Kann ich hier einfach das Fenster aufmachen, dass wir ja durchkommen? Schacht. Der Schacht. Ich höre Dinge.
Diese Viecher, Alter. So, und die will ich auch kaputt machen. Und da was machen? Ne, okay. Muni. Wie sieht's eigentlich aus? Im Inventar ist voll. Oh, ich habe noch zwei Sicherungen einstecken, ne? Ach nee, das sind Akkus für die Grip Telekinese Gedöns. Facehacker. Oh, ganz viele. So, jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Oh, guck mal. Leben. 35 mal Leben. Oh, Alter. Ich glaube, da machst du gar nichts gegen die Viecher. Die musst du einfach hinnehmen. Genozid, weg mit den blöden Viechern. Oh ja. Nee, ich wollte doch nur gucken. Ja, komm, wir gehen alle rein. Ah, dann geht es tatsächlich weiter. Dann will ich nochmal zurück und in den Schacht rein. Gucken, ob es da irgendwie Loot gibt. Ich kann doch da rein, oder? Nein, kann ich nicht. Ja, okay. Dann wieder zurück. So geht das. Ah! Ho, ho, ho. Okay, hör genau zu, Jacob. Der Lüftungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Robotern vorbeischleichen. Sau. So.
an den Robotern vorbeischleichen. Da sehe ich schon einen kommen. Kurz mal eben. Da könnte sich was verstecken. Ne. Keine Bewegungen erfasst. So alle Bewegungsscan wird durchgeführt. Okay. Ja, komm da wieder. Da geht er wieder. Komm. Schneller, 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 schneller. Aha. Das krall ich mir. Alter, oh Gott. Nee, ne? Boah. Das war mein Kopf. Junge. Das ist aber schon fies, wenn da auch noch so ein Teil angerannt kommt. Auch noch einer mit Helm. Nutze Fernkampfwaffen, um den Kopf anzuschießen. Ah. Das ist eine Idee. Oh. Okay. Anschießen ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck. Alter! Wie meinen die das? Komm, wir probieren es einfach weiter. Uns da durchzuschleichen. Checkpoint ankommst. Folgt er mir? Klingt so, ne?
Nee. Auf der anderen Seite. Eins noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Oh. Und was jetzt? Falle ist schlecht. Oha. Oha, oha. Ja. Lade mal nach. Zug. Oh, schön wär's. Oh. Danke für die Rettung. Lass mich. Oh, verdammt, Alter. Den hat's zerrissen. Den hat's leicht zerrissen. Oh, nochmal das Ganze. So, aber was zeigt er hier an, was ich nicht machen kann? Eins noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Was jetzt? Da komme ich nicht hin. Nee, bleib doch da. Aber man merkt total, dass das von den Machern von Dead Space ist, ne? Geil. Ah. Was sind das für Dinger hier? Ah, die muss man kaputt machen, okay. Kann ich da auch hoch? Nein. Jo, was war was? Man erkläre mir dies. Eins noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Und was jetzt? Junge, Junge. Thank you.
So. Jetzt lass mal kurz nachdenken. Ich kann den ja greifen und wegschubsen. Das mache ich von der Seite her. Ist genauso. Akku leer. Weg, weg, weg. Boah. Alter. So, warte mal. Wie verwende ich denn hier? Ah. So. Hab ich nicht ein Gesundheitsding eingesammelt? Oder habe ich das? Doch, habe ich. Checkpoint. Gut, dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Schnee. Warte, erstmal gucken. Wow, verdammt gute Aussicht. Ja, mit verdammt liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, den bin ich früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir, ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Habe Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Ich hole dich an der Bahnstation ab. Easy peasy. Also gut, ich melde mich. Nein, das geht nicht. Du gehst nach unten, Mann. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich einfach, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Und viel Glück, Jacob. Ja, dir auch. Also ich finde, die Stimme von unserem Protagonisten hier, die passt gar nicht. Okay.